Freu dich nun auf Teil 2 des spannenden Interviews mit dem Unternehmer, Erfinder und Tüftler Frank Meyer. Höre dir unbedingt Teil 1 zuvor an. Viel Spaß dabei. So, dann ging es weiter. Du hast eine neue Idee dann gehabt. Du hast das so ein bisschen die Idee oder das bisherige Stoppy-Geschäft so ein bisschen vernachlässigt. Da hätte man mehr draus machen können. Du hast dich in eine neue Idee verliebt. Was war das für eine Idee? Jo, eine bombastische Idee. Ich war 20 Jahre auf der Suche nach einem ordentlichen Money-Clip. Ja. Die hatte ich mir dann immer. Jetzt kommen wir auf das Männerproblem zu sprechen. Ja. Ne? Denn die meisten Männer hassen es ja, dicke Portemonnaies der Gesäßtasche mit sich herumzutragen. Brutal. Mir geht es zumindest so, ja. Und im Ägyptenurlaub habe ich mir dann immer eine gefaltete Silberklammer mit nach Hause genommen. Und das war aber auch irgendwie nichts Gescheites. Früher hat man ja auch noch viel mehr mit Bargeld bezahlt und dann kamen immer mehr Bankkarten dazu. Und erst eine, die geht noch in die Klammer, dann die zwei, okay, dann trägt man zweimal ein Jahr lang spazieren, dann geht schon die erste kaputt, die brechen dann einfach durch. Ja. Wenn man sie schneidig, schlank, ohne Beule in der Hosentasche versteckt, dann musste also eine Lösung her. Der lokale Fachhandel hat es nicht geboten. Die wollten schon immer irgendwo die dicken Lederdinger verkaufen, um einfach einen höheren Kassenbon zu machen. Und ja, da habe ich mich halt noch ein bisschen weiter reingebohrt. Was Leichtes, kaum Auffälliges, eine Klammer und die Karten muss es. Und dann musste das Zusammenspiel mit dem der Klammer und dem Deckel halt hundertprozentig passen. Und ich habe dann mich, die Entwicklung hat zwei, drei Jahre gedauert, bis ich die optimale Form mit der Klammer gefunden hat, dann Also du hast immer wieder Prototypen gemacht, ausprobiert und dann geschaut, was muss ich besser machen. Genau, ich habe aus Metallzeug zusammengefaltet, aber das Metall war total scharfkantig, eklig, widerlich zu tragen. Und machen wir es halt aus Kunststoff. Ich meine, ich bin normalerweise auch so ein Metalltyp, so Haptik und alles. Aber durch meine Kenntnisse in Kunststofftechnik, insbesondere durch das Spritzen der Stopper und alles, die Mechanik mit Aufzu, Auswerfer, Düsenseite, was da alles zusammenspielen muss, das war mir dann vor meinem geistigen Auge. Und daraufhin hatte ich die ideale Form für einen Geldbeutel erfunden. Und das war die Geburtsstunde des iClips. Des iClips. Ja. Ja. Also beim iClip ist alles geil, Produkt geil, Material geil, Name geil. Also ich muss jetzt ein bisschen Schleichwerbung für dich machen, weil ich erzähle mal, wie haben wir beide uns kennengelernt, nämlich in der Pfalz vor 2 Jahren, da war meine Partner nicht die Ute, meine Süße, wir waren auf dem Ketschauer Hoffest bei Marco Schneider und Hänsel, das sind zwei tolle Winzer hier aus dem Bereich, die machen immer ein sehr schönes Hoffest. Und da saßt du zufälligerweise, bist du zu unserem Tisch gekommen, hast was Leckeres auf dem Teller gehabt zu essen, kam irgendwie ins Gespräch und du hast dann da irgendwas auch fallen lassen, ein iClip, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Ute stößt mich so an, ey Schatz, das ist doch das Ding, das hast du doch auch. Ich sag, was war ein iClip? Ja klar, ich ein iClip. Und da sitzt mir auf einmal Mr. iClip gegenüber und ich dachte immer, China, die Dinger werden in China produziert. Ich wusste gar nicht, Deutscher aus der Pfalz, aus Bad Dürkheim und in Deidesheim am Tisch. Wird dort produziert, wo andere Leute Urlaub machen. Genau. Und das fand ich so super, weil ich habe genau, als du es eben erzählt hast, was haben die Männer so für Herausforderungen. Ich mag schöne Portemonnaies, aber das Thema ist immer wieder, dann hast du das Kleingeld mit da drin und sonst was. Und ich habe irgendwann angewöhnt, das Kleingeld in die Hosentasche zu tun. Oder wenn ich nach Hause gekommen bin, tue ich das in so ein Glas rein, sammle das und irgendwann wird das Schwein geschlachtet nach dem Motto. Und halt Scheine und nach dem Motto, Kreditkarten habe ich ja auch noch. Ich habe ja keine Lust im Prinzip für die Scheine irgendwie was zu haben und die Kreditkarten wieder in einem anderen Behältnis. Eingriff, alles zusammen. Genauso ist es. Da hast du, muss ich sagen, so genial die Idee. Und da sitzt mir Mr. iClip gegenüber. Ja. Und so da haben wir uns im Prinzip, kann man sagen, so ein bisschen angefreundet. Und jetzt genau ein Jahr später, ja.
Ein Jahr später uns, nee, das war vor 2 Jahren. Das war vor zwei Jahren. Und jetzt haben wir uns irgendwie, weil die Welt ist ja klein hier in der Pfalz, wenn man immer unterwegs, mal, Ute und ich sind immer so um Pfingsten hier, immer ein paar Tage, und da läuft man sich immer wieder über den Weg und haben gesagt, jetzt machen wir mal ein Interview. So hat sich das super Interview auch ergeben. Ne? Das finde ich immer schön, weil man hat ja von Mensch zu Mensch, wir haben mit Menschen zu tun. Ne? Und da sitzt Mr. iClip mir gegenüber. Das heißt, da war die Idee des iClips geboren. Und da gibt's ja richtig Vollgas, ne? Das heißt, was habt ihr da für Produktion? Wie viel produziert ihr davon so im Jahr mittlerweile? Ja, 500.000. 500.000, musst du mal überlegen. 500.000. Genau. Wow, für die ganze Welt. Ja. Gut, jetzt ist halt Corona, jetzt steht mal der gesamte Handel und alle Airlines. Wir waren unheimlich stark bei insgesamt 65 Airlines, wo wir im Bot-Shop waren, teilweise auf der Titelseite. Und ja, gibt eine ungefähre Vorstellung, dass wir da bei dem Frequent Traveler, beim Businessreisenden, den richtigen Nerv getroffen haben. Ja. Ja, und die Leute, die viel fliegen, die lesen ja auch solche Dinge, schauen sich das an und sagen, ach, das ist eigentlich eine tolle Sache. Und ich habe gesehen, in Kaufhäusern seid ihr auch bei Bräuninger Seite vertreten. Wie heißt der in Mannheim, der Engel? Engelhorn. Ja, heute da hast du so ein Präsentations-, wie nennt man das fachlich, in der Fachsprache, diesen Präsentationswagen, wo die verschiedenen Vitrinenwagen, genau, wo ihr dann halt sehr toll an toller Stelle euch präsentiert, in Häusern, die natürlich auch sehr tolle Marken führen. Ja, heute machen wir bei KDW wieder eine Promo. Ja, okay. Genau, habe ich jemanden hingeschickt, der ein bisschen besser verkauft, noch besser wie das super Kaufhauspersonal. Ja. Ja, herzlichen Dank an alle an der Stelle. Ja. Ja, das muss ja auch an die Leute gebracht werden, ist ja klar. Ne? Das heißt also, das ist dein neues Baby, iClip, und da möchtest du ja ganz, ganz große Ziele erreichen. Ja, damit will ich Geldbeutel-Weltmarktführer werden. Geldbeutel-Weltmarktführer. Wie viel muss man verkaufen, um Weltmarktführer zu werden in dem Bereich? Ich denke, Deutschland online sind wir es schon. Ja. Und das stetig seit mehreren Jahren, weil es gibt ja auch keine bessere Lösung. Ein paar MeToo-Produkte, die uns ein bisschen ärgern, aber Kunden kommen dennoch wieder zu uns zurück. Das ist wirklich fein, weil es eben doch keinen Ersatz gibt, wenn ich einfach ein Geldtaschel auf ein Stück Alurahmen aufnähe. Wenn es anderthalb Mal so dick ist, ist es halt anderthalb Mal so dick und dann doch wieder lästig. Deswegen liegen wir immer noch vorne. Ja, und du entwickelst das Produkt ja auch immer weiter. Ne? Das heißt, du experimentierst noch mit neuen Ledersorten oder mit die Abdeckung des Clips, wo das Geld gehalten wird, Kreditkarten. Hast du andere Abdeckungsformen, die überlegt, die Flexibilität des Materials und so weiter? Ja, ganz abgefahrene Dinge, wie zum Beispiel Nussbaum, Wurzel, Furnier, Vorder- und Rückseitig. So. Also es ist total abgefahrenes Verfahren. Ja. Also ein Stück hochfesten Filz oben und unten mit einem Furnier beschichtet, und das ist Holz, die Holzfaser nicht brechen, sondern sind lauter so kleine Dreiecke ausgelasert. Das schaut so schön aus, ist eines der stärksten, schönsten Produkte überhaupt. Also wunderbar. Hält auch gut und Kundenzufriedenheit. Ja. 99%. Ja, mit dem MeToo, das heißt, es versuchen ja dann schon viele darauf aufzuspringen, ist ja eine super Idee. Und da versuchst du im Prinzip, lieber Angriff ist besser als Flucht, nach vorne zu gehen und entwickelst das Produkt immer wieder neu weiter. Das ist dann die eine Strategie. Ja, wir haben mittlerweile die 10. Werkzeuggeneration. So. Also mir fällt keine einzige Kinderkrankheit mehr ein, die wir irgendwie wegentwickeln müssten. So. Von der Haltbarkeit bis zur Bedienbarkeit, alles einzigartig, wo man ganz weit vorne denken. Und du hast ja eben so schön deine Wege erzählt, als du früher die Einsender abtelefoniert hast und so weiter. Das heißt, so stationär versucht hast, den Umsatz zu machen von Face to Face. Das haben wir natürlich genauso gemacht. Ja. Ne? Und es ist ja dann noch eins dazugekommen, wenn man Social Media mittlerweile sieht. Das heißt, dank Facebook und so weiter hast du ja auch ganz andere Vermarktungsstrategien mittlerweile. Dank Facebook ist schön so. Ich war erstmal strikt dagegen. Ja. Bloß irgendwann mal 2015 konnte man sich gar nicht mehr dagegen erwehren. Ja. Und wer hätte es gedacht, das hat so ein durchschlagenden Erfolg gegeben. So. Die Einzelhändler, die konnten uns nicht mehr kleinreden, weil sie was Teures verkauften wollten, so, weil wir waren einfach fürs Geld einfach die beste Lösung, die die Leute haben wollten. Wir haben ein echtes Problem gelöst und
Dann sind wir bei den Händlern groß geworden und sind natürlich online, sind wir in Deutschland ganz klar vorne. Und das Eikel wird ja international verkauft. Genau, dazu kommen natürlich die Airlines und viele, viele Geschäfte, viele Handelspartner und Export natürlich. Ja. Und dann haben wir noch längere Zeit mit Amazon gegengehalten. Aber irgendwann muss man sich Amazon halt auch ergeben. Da muss man das Geschäft auch mitnehmen. Ja. Ja. Bedeutet, was macht ihr mit Amazon? Ja, dass ihr auf dem Marktplatz auch gelistet seid. Genau, wir verkaufen nur auf Marktplace, damit wir die Kontrolle über die Preise behalten. Und aber was klar war, dass man nicht auf Lebzeit beides machen kann. Viele, viele, viele Händler und Amazon, das schließt sich irgendwo gegenseitig aus. Und das hat ja jetzt auch die Corona-Krise bestätigt, wo die Reise leider hingeht. Ne? So, das heißt, ich wurde gezwungen, durch Onlinehandel Antidiskriminierungsgesetze früher oder später Amazon zu beliefern, obwohl ich es nie wollte. Und ja, das ist letztendlich der Tod des Fachhandels gewesen, wie er in Deutschland ist. Das konnte ich allerdings nicht ändern. Das gab so viele Händler, die trotz unseres Missbilligens die Ware auf Amazon gestellt haben für überteuerte Preise mit schlechten Beschreibungen, sodass wir teilweise schlecht bewertet worden sind. Und ja, und das muss heutzutage ein Hersteller definitiv auf Amazon mit dem Markenshop auf diesem Portal selbst in die Hand nehmen. Damit hast du die Sicherheit, dass die Qualität des Produktes immer gleich gut ist, richtig beschrieben ist, aufkommen. Genau, dass man erklärt, warum ist es aus Kunststoff, warum kein Metall. Metall würde die Karten zerkratzen. Metall hat nie diese optimalen Klemmeigenschaften wie unsere Kunststoffklammer. So. Das heißt, Metall ist entweder immer zu fest, zu stramm oder zu lasch, dass irgendwas rausfällt. Und wir haben eben eine hohe Festigkeit auf einem langen Federweg, der auch die Scheine nicht zerreißt. Und deswegen, wer einmal eine Woche ein Eiklip in der Tasche hatte, der würde eigentlich nie wieder was anderes haben. Das stimmt. Das heißt, dadurch hast du aber auch alles aus einer Hand. Ihr vergebt im Prinzip keine Unterlizenzen an irgendwelche anderen Co-Produzenten, die in ihren anderen Ländern vertreiben, sondern alles das, was ihr weltweit verkauft, wird hier in Bad Dürkheim gefertigt. Ja. Und dadurch kannst du auch die Qualität des Produktes natürlich auch steuern und bestimmen. Ne? Ja, sehr schönes Konzept. Ja, und keine Chinesen, deutsche Zulieferer, so Leder, war auch nochmal ein Riesenthema, so, weil ich tatsächlich mal schlechtes Leder geliefert bekommen habe von einem namhaften, der auch einen namhaften Automobilkonzern beliefert. Und dann haben wir unangenehme Stoffe drin gefunden. Und ich habe es auch persönlich gespürt, ich bin Allergiker, so ich merke sofort, wenn irgendwas komisch riecht und komisch wirkt. Und ja, und das habe ich mittlerweile aus meiner Firma ziemlich ausgemerzt. Wir verarbeiten nur noch chromfrei gegerbte Leder mit natürlichen Stoffen gegerbte Leder, mit Baumrinde oder Rhabarbersaft. Rhabarberwurzelsaft gegerbten Ledern, das ist mein Lieblingsleder, so, das ist so natürlich und fasst sich gut an, hat einen ganz tollen Griff und bekommt mit der Zeit immer ein richtig gutes Patina. Vom Rhabarber ist das, die Säure braucht man dafür? Genau, zum Gerben braucht man fettlösliche Sachen und mit Säure löst man das Fett aus dem Kollagen aus der Haut raus, damit es nicht fault. Ja. Genau. Und so macht man Leder haltbar, indem man das Fett wegätzt. Mit Säure. Ja. Jo. Und dann bleibt Kollagen über. Und ja, das ist dann die Haut ohne. Ja, toll. Und da so ein Prozess ist natürlich viel, viel teurer, wie wenn man einfach, wie es in China und Bangladesch passiert, irgendwelche Chromsalze in irgendeine Pfütze schmeißt und dort das Leder barfuß tritt, da achten wir sehr auf, dass also keine Kinderarbeit, dass keine Personen geschädigt werden und nur deswegen nur
Deutschland, Italien, Österreich. Wie groß seid ihr jetzt von der Mitarbeiterzahl? Frankreich noch. Bitte? Dann, wie groß seid ihr jetzt von der Mitarbeiterzahl? Durch Corona sind wir jetzt 40 von ehemals 50, in Spitzenzeiten 70. Ja, okay. Ja. Ist ja schon einiges. Das heißt, da sind ja auch viele Themen, die du als Unternehmer dann auch zu erlernen hattest. Ne? Personalführung, Hierarchien einzuführen. Wie werden Sachen besprochen? Tagesgeschäft und so weiter. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Ja. Das macht den Unternehmer aus. Immer wieder neue Herausforderungen und wieder neu Unternehmen und Lösungen herbeiführen. Was waren denn so, wenn du zurückblickst, die größten Herausforderungen, die du hattest in deinem unternehmerischen Dasein? Die größte Herausforderung war, wir hatten 2016 hatten wir mit Brüchen beim iClip zu kämpfen. Und das lag daran, weil ich ein gewisses Material von einem Lieferanten nicht mehr bekommen habe. Mhm. Und ich musste, dadurch ist Tal der Tränen, in denen ich eine Fertigungsstufe oben drüber bezogen habe, die aber den Hightech-Kunststoff nicht so gut einfärben konnten wie der Compoundeur. Und da waren Störpartikel irgendwo drin, die den Kunststoff durch den Kleber mehr angelöst haben. Und dann sind die reihenweise gerissen. Mhm. Und das war wirklich eine harte Zeit. Ja. Das war mal eine harte Zeit. Und dann hatte ich mal, Also weil du Umsatzausfälle da hattest, du musstest umtauschen, Ware zurücknehmen oder was war dadurch? Was war genau die harte Zeit? Neuen Produzenten zu suchen? Nee, Gott sei Dank ging die Ware gar nicht großflächig raus, sondern die ging uns bei der Herstellung schon kaputt. Ah, okay. Wir haben es Gott sei Dank vor dem Warenausgang nochmal gemerkt. Hm. Gut, 100%, irgendwas schluckt immer noch durch. Aber wir haben dann ein Vierteljahr gar nicht fertigen können. Wir haben es dann irgendwann mal gelassen. Weil wenn alles, was man fertig, dann kaputt geht, dann hört man irgendwann mal auf und versucht, noch einen Parameter zu ändern und noch mal einen Parameter. Mhm. Das war dann ganz schön hart, so, dass man gerade in der Anfangszeit, wo es gerade angezogen ist, derart abgewürgt wird. Ne? So, man hat dann natürlich auch Wiederverkäufer nicht mehr beliefern können, langjährige Geschäftspartner, die auch gerade mit dem iClip angezogen hatten und ja. Also das sind schon Erlebnisse, die einem Unternehmen ja schon einen richtigen Kinnhaken versetzen können, ne? Wo man sagt, Mensch, da kann ein Unternehmen, das heute top aufgestellt ist, im Prinzip auf einmal von heute auf morgen ins Tal der Tränen kommen. Ja, wir haben dann ein Viertel oder ein halbes Jahr die Werbung eingestellt, bis wir wieder die Produktion aufgeholt hatten. Ja. Später konnte dann auf einmal der Lieferant die Sachen wieder liefern. Mhm. Und das war 2016, da war irgendwas mit Rohstoffknappheit. Da hat ein gewisser Chemiekonzern die Ware künstlich verknappt, um die Preise oben zu halten. Mhm. Weil er eben auch aus 2008, 2009 gelernt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir dieser Erfahrungsschatz auch in der jetzigen Krise enorm hilft. Mhm. Was sind jetzt die Herausforderungen der jetzigen Krise, der Corona-Krise? Wie macht sich das bei euch jetzt bemerkbar, bei deiner Firma? Airlines tot. Handel fängt jetzt langsam wieder an. Ja. Einige Einzelhändler, auch Italien hat wieder angezogen. Erstehändler beziehen wieder. Aber man merkt den Trend zu online eindeutig. Und was schade ist, dass man so tolle Menschen, Händler, die man jahrelang gepflegt und aufgebaut hat, dass man die nicht mehr bedingungslos beliefern kann, sondern hat man jemand jahrelang beliefert und dann auf einmal muss man dann sagen, hey, Insolvenzrecht ist jetzt ausgesetzt, jetzt zahlst du ab sofort alles vor Kasse, lieber Kunde. Jahrelang gut bezahlt, aber man weiß nicht, wer als nächstes pleite geht. Und deswegen kann man nur noch, und da steigt halt auch der ein oder andere Kunde mal aus. Das ist schwierig. Dann bereitet sich der Kundenstamm natürlich auch wieder durch. Ne? Mhm. Ja. Schade, ja. Aber das hat halt das ist ja das unsere Regierung mit ihrem Corona gemacht. Ja. Ja.
Ja, darüber könnten wir mal einen eigenen Podcast machen. Mhm. Bei dem, was da alles als Lockdown runtergefahren wird. Ja, jetzt habe ich das Glück, dass ich eben auch einen guten, stabilen Amazon-Kanal und eigenen Online-Shop habe, der in mehreren Ländern funktioniert. Und ja, der rettet uns im Moment ganz gut, dass ich nicht in Kurzarbeit gehen musste. Und ach, musst du gar keine Kurzarbeit anmelden, ja. Natürlich top, ja. Ja, man hat halt auch geguckt, so dass man sich von unangenehmen Menschen auch trennt. Ja. Das gibt dann, es gibt dann auch wieder Luft für was Neues. Genau. Was hast du denn jetzt aus Corona für dich jetzt als Lehre herausgezogen? Weil es, man sagt ja mal, eine Krise muss ja nicht immer schlecht sein, sondern da sieht man ja auch neue Chancen, etwas vielleicht anders oder besser zu machen. Was sind so deine Learnings aus Corona? Hast du da schon so ein paar Sachen herausfiltriert für dich? Ja, dass es nie so blöd war, in Deutschland fertigen zu lassen. Deine China-Allergie hat sich gezeigt. Meine China-Allergie hat uns jetzt eben auch das Überleben gerettet. Ja. Und außerdem liegen wir mit dem Thema Minimalismus, Klein und Sneaker, liegen wir halt voll im Trend. Jetzt bist du ja, wie du von deiner Herkunft erzählt hast, wie du groß geworden bist. Du bist ja jetzt nicht in der Familie aufgewachsen, die unternehmerisch so tätig war und wo Geld im Prinzip zum Tag gehörte, wo das immer in ausreichend sehr großer Menge vorhanden war. Und mittlerweile hast du ja ein ganz erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Wie hast du denn gelernt, mit dem Thema Finanzen umzugehen? Ja, ich habe immer alles in mein eigenes Unternehmen gesteckt. Ja, die beste Investition ist ins eigene Unternehmen. Ja, cool. Also auch nie von Banken abhängig gewesen? Was heißt nie? Natürlich schon. Also ich habe gebaut für 1,5 Millionen und dazu habe ich also die Produktionsstätte hast du gebaut? Ja, ja, okay. Mit Bürokomplex und auch mit 4.500 Quadratmeter Gelände. Dafür braucht man schon mal die Bank, ja. Aber ansonsten habe ich immer geguckt, dass die Banken draußen bleiben. Ja. Also. Guter Mindset, absolut, ja. Die GmbH, ich meine, wir haben zum Beispiel die 500.000, die wir kriegen, ohne Sicherheiten, die haben wir genommen, im Rahmen der Corona-Förderung. Ach, die Corona-Hilfe sprichst du jetzt gerade an. Genau. Ja. Aber ansonsten, die GmbH hat, glaube ich, schon seit 5 Jahren keinen Kredit mehr gebraucht. Super. Ja. Und im Lager ist alles bezahlt. Ja. Und haben eine ordentliche Bilanzsumme. Aber das ist dann also wahrscheinlich so eine Art Intuition, ein Gefühl, wo du immer schon so sagtest, ich möchte mich nicht abhängig machen von anderen, halt's Geld beisammen. Und vertraue in dein eigenes Geschäft, in deine eigenen Fähigkeiten. Ganz wichtiger Tipp, ganz wichtig, Ja. Was sind denn die nächsten Pläne? Hast du wieder eine Tüftel-Idee? Ja, ich sehe schon, die Augen leuchten ein bisschen. Einmal Tüftler, immer Tüftler. Irgendwann baue ich nochmal einen Verbrennungsmotor. Der wäre vielleicht noch ganz lustig. Ja. Aber die Fokussierung ist jetzt ganz klar vom Produkt her iClip. Was ich so wahrgenommen habe, ich habe vorher so ein bisschen recherchiert und so weiter, wie du auch Werbung machst, wo du überall mit dabei bist. Du machst ja mit Red Bull, glaube ich, auch bei diesen Sportveranstaltungen bist du dann als Sponsor mit dabei. Ist leider vorbei, wie viele Motorsportarten, leider vorbei. Jetzt wegen Corona, dass die das gestrichen haben. Es war vorher schon absehbar. Ja, okay. Ne? So wie bei der DTM, der Zug jetzt langsam abgefahren ist. So ist auch bei Corona. Das heißt, Red Bull zieht sich auch mehr auf solchen Events zurück. Insbesondere aus dem Air Race leider, ja. Ja. Ja, es war ein ganz tolles Event, ne, wenn die. Air Race ist da, wo die kleinen Propellerflugzeuge zwischen den Pylonen hin und her fliegen, auf Geschwindigkeit oder so, glaube ich. Und da habt ihr, glaube ich, auch ein iClip-Flugzeug gesponsert. Einen Flieger habt ihr da gesponsert. Genau. Ja. Den Matthias Dolderer, super Typ. Ja, okay. Ja. Ein Könner im Fliegen. Ja, cool. Und das sorgt natürlich auch für Bekanntheitsgrad, ne?
Ist das Teil des Marketings oder ist das so, weil du sagst, das hat mir persönlich auch Spaß und Freude gemacht? Ich habe jetzt gesehen, deine Augen haben ja geleuchtet bei dieser Sache. Ja. Ich denke mir, das ist auch als Unternehmer, wenn man viel arbeitet, möchte man auch so schöne Sachen mal mitmachen und sagt, ach, das mache ich mal. Das wirkt natürlich das Kind im Mann, so, wenn man so einen Flieger so bei einer Veranstaltung mitfliegen lässt und, und da über die, von links nach rechts über 7 Meter Spannweite das Logo blitzt auf allen Bildschirmen und weltweit übertragen wird, dann ist es schon. Habt ihr das schon dann vom Markt, von den Umsatzzahlen her gemerkt, dass ihr da mitgemacht habt bei diesem Sponsoring? Ja, geht. Ja. Es war aber ein wichtiger Baustein zur Markenbildung. Mhm. Also man hat uns dann halt nicht einfach so abtun können, sondern wir waren dann halt dort, wo Breitling, Hamilton-Uhren, Alpina-Uhren und Das sind ja schon ganz alles starke exklusive Marken. Produkte, exklusive Firmen. Das heißt, iClip ist nicht einfach so ein Allerweltsding, sondern es ist schon so High-Class-mäßig positioniert. Ja, da werden wir in Zukunft auch noch ein bisschen was tun. Ja. So viel vorweg. Aber wir haben offensichtlich einen richtigen Nerv getroffen, so dass wir das gemacht haben, was der Kunde möchte. Der möchte gut ausschauen, möchte was Schönes, was er leicht mit sich führen kann und was eine gewisse Kapazität an Karten und Scheinen hat. Ne? Ja. Weil so ein stilvolles Ledermäppchen, wo ich die Scheine reinrollen muss, wo ich nichts zum Klammern habe, ist dann halt auch nicht so schick. Ja. Und dann sind wir wirklich am smartesten. Ja. Ich hatte dich ja eben schon mal gefragt nach deinem schlimmsten, schrecklichsten Erlebnis, was war denn dein schönstes Erlebnis so in deinem Unternehmer-Dasein? Was fällt dir da ein? Ja, bei den GQ Awards über den roten Teppich gehen in Berlin. Ja. Ja, in Kitzbühel beim Hahnenkammrennen eingeladen zu sein. Ja, okay. Mit gewissen Leuten auf Augenhöhe reden. Ja. Steht XYZ neben einem so und wer bist denn du? Und es ist auf einmal alles ganz normal so. Da durfte ich schon tolle Persönlichkeiten auch kennenlernen und das ist das, was mich immer angetrieben hat. Dass ich überall hingehen kann, ohne mich verstecken zu müssen. Was lernst du denn von den anderen Unternehmern, mit denen du da so zu tun hast, denen du begegnest? Du spielst ja da schon eine coolen Klasse, wo du Leute kennenlernst, die der Normalsterbliche nicht einfach so kennenlernen. Was hast du denn von denen lernen können? Geradlinigkeit. Ich bin lokal vielleicht als Unternehmer auch umstritten, aber das ist zum Beispiel ein Didi Matischitz auch. Als dem die Gewerkschaft bei Servus TV auf der Nase rumgetanzt ist, dann hat er den Laden halt zugemacht. Das habe ich in meinem Mitarbeiterkreis eben auch zum Besten gegeben, so dass ich mir nicht auf der Nase rumtanzen lasse. Und so arbeiten ja Dietmar Hopp in Waldorf auch. Da gibt es auch keinen Betriebsrat. Oder gab es lange keinen Betriebsrat, muss man glaube ich sagen. Und man muss sich treu sein und man muss gucken, dass die Leute deine Vision umsetzen. Ja, wobei du sprichst das Thema Mitarbeiter an. Ich kriege das immer so ein bisschen mit, wenn nach einem Betriebsrat gerufen wird, den Unternehmen, dann ist meistens, wird es in Firmen installiert, wo die Mitarbeiter nicht so zufrieden sind, nach dem Motto, wir müssten mal, sollte doch und so weiter. Ich denke mir, da sollten uns Unternehmer durch andere Mittel vorbeugen. Was machst du so für Mitarbeitermotivationsprogramme? Es gibt jeden Tag frisches Obst. Es gibt zweimal, jetzt in der Corona-Zeit haben wir zweimal ein warmes Mittagessen, was ich kommen lasse. Ja. Wir haben eine schöne Aussicht auf die Weinberge beim Arbeiten. Höhenverstellbare Schreibtische. Mhm. Jeder kriegt die Fortbildung, die er wünscht und die sinnvoll ist. Mhm. Da bin ich immer sofort dabei, vom Staplerführerschein bis zum Social Media Training oder Google. Also die Optimierung. Weiterentwicklung der Persönlichkeit eines Mitarbeiters, die wird absolut unterstützt, wenn ich das so höre. Egal wer da kommt, es wird sofort freigegeben. Ja.
Ich denke mir auch, wenn der gerade zufrieden hat, groß bei den Mitarbeitern, muss man über Betriebsrat und so Geschichten gar nicht sprechen. Ne? Da kommt die Idee gar nicht auf, oder? Olga, du weißt selbst, Mitarbeiter ist eines der schwierigsten Geschichten. So. Ja, ja. Es wären ja auch bei mir wären einige gerne während Corona lieber zu Hause geblieben. So. Ja. Aber ich habe das genau nur 3 Tage ausgehalten. Und da war keiner mehr für mich da, der mir geholfen hat, die Sachen umzusetzen. Und zwar vielen völlig egal. Und wahrscheinlich wären wir auch, wie viele Betriebe, die jetzt pleite gehen, völlig in der Bedeutungslosigkeit versumpft, wenn ich nicht mit allem Willen daran gearbeitet hätte, dass ich den Betrieb systemrelevant mache und dass wir irgendwie auch das Kerngeschäft weiterliefern können. Hm. Man wusste ja nicht, ob man als Geldbeutelhersteller relevant ist zur Volksbespaßung oder zum geradeausgehen oder zum neuen Minimalismus, der in Zukunft kommen wird, als verstaatlichter, wichtiger Betrieb oder auch immer. Achso, ich weiß, du meinst mit Systemrelevanz ist das genau Banken, die Luftfahrtindustrie, jetzt soll ja der Staat bei Lufthansa einsteigen, sowas meinst du mit Systemrelevanz? Zum Beispiel, ja, okay. Und deswegen haben wir auch, weil unser Leder wird normalerweise auf einem CO2-Laser geschnitten. Und der kann zufälligerweise halt auch Plexiglasplatten schneiden. Mhm. Dann habe ich mich halt auch dazu herabgelassen, auch mal diesen Spuckschutz zu machen. Ich mag mit Abstand das Produkt, wo ich am wenigsten dahinter stehe. Ja. Aber manchmal muss man sich ja auch gegen was verbiegen, um unter dem Deckmäntelchen systemrelevant den Laden und die Leute fit im Kopf halten kann. Ja. Ach, wird man als Unternehmer aufgefordert? Könntest du nicht auch was für so Corona-Geschichten produzieren? Ja, das wir brauchen Masken, das war ja fast schon Mainstream, so dass Betriebe dazu aufgefordert hat, sowas zu machen. Viele werden da vielleicht sich eine blutige Nase holen im Nachhinein. Ich habe auch schon zusammengerechnet, wie viel ich damit verloren habe. Yeah. Also es waren auch deutlich über 100.000 Euro. Bin dennoch froh, dass ich es gemacht habe, so, weil meine Mitarbeiter haben was gemacht, wir sind nicht eingerostet und ich habe zeitgleich auch meine anderen Sachen noch weiter verkaufen können und habe da vielleicht die 100.000 wieder gut gemacht, auch wenn ich in eine falsche Maschine investiert habe und jetzt einen Haufen Platten noch auf dem Hof habe. Also wer Kunststoffplatten noch sucht, also wir haben gerade zufällig noch genug davon. Super, das war jetzt der Verkaufspitch. Muss weg, gibt's Maker. Genau. Jetzt haben wir den Unternehmer kennengelernt. Hast du denn noch Zeit für Privatleben? Das hört sich ja bei dir an, was du alles so machst. Ich merke, du lebst deinen Job, deine Augen glänzen, wenn du über deinen Beruf erzählst. Du lebst das total, das strahlst du aus. Was macht denn der Privatmensch, Frank? Ich habe 2 Kinder, 2 wunderbare. Ja. So, bin glücklich getrennt, kann mir es also aufteilen mit den Kindern. Sehe sie dennoch oft genug, weil die wohnen nur 200 Meter weg. Und dann bin ich auch fast jeden Abend unterwegs. Also, und komme spät nach Hause. Ich habe ein recht gutes Leben, würde ich sagen. Wunderbar. Mensch, Frank, das war jetzt über 1 Stunde. Ich danke dir für die tollen Tipps, die du gegeben hast. Dein Werdegang sehr, sehr beeindruckend. Ich finde es immer wieder toll, dass man nicht ein tolles Studium braucht, um erfolgreich zu werden, wie das immer so vom Schulsystem einem vorgegaukelt wird, sondern Schule nicht so gut, nicht so interessant. Und da kommt ein toller Unternehmer raus, der in Bad Dürkheim sitzt und richtig tolle Sachen produziert. Danke, Holger. Danke, dass du dabei warst. Euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn gut bewertet auf iTunes mit einer schönen 5-Sterne-Bewertung, gar eine Rezension schreibt. Und auch wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die sich auch für das Thema Unternehmertum interessieren, teilt doch bitte diesen Podcast, damit möglichst viele Leute und Freunde und Bekannte von euch auch dieses tolle Unternehmen, den Frank Meyer, mal hören und live mitbekommen. Und wenn ihr in Bad Dürkheim seid, ich verspreche euch, der Frank ist auch schon mal bei dem ein oder anderen Weinfest anzutreffen. In dem Sinne, alles Gute, der Holger und der Frank. Ciao.